Hi, ich bin Ellie aus New York. Meine Eltern waren erfolgreiche Geschäftsleute. Sie arbeiteten immer, aber das bedeutete zumindest, dass es mir an nichts fehlte. Meine Lieblingsbeschäftigung war Laufen. Ich werde schneller sein als der Wind. Seit meinem 7. Lebensjahr nahm ich an Laufwettbewerben teil und gewann sie. Das Leben war wunderbar, bis das Geschäft meiner Eltern in Schwierigkeiten geriet und sie ihr gesamtes Vermögen verloren. Als das passierte, kam ich zu meiner besten Freundin. Oh, du Arme, wie willst du jetzt noch Preise gewinnen? Hä? Wovon redest du? Ohne das Geld deiner Eltern geht gar nichts. Die Schiedsrichter können dann nicht mehr bestochen werden. Wovon redest du? Ich habe hart gearbeitet, um diese Wettbewerbe zu gewinnen. Ja, klar. Du solltest deine Eltern fragen, wie du das letzte Rennen gewonnen hast. In diesem Moment wurde mir klar, dass unsere Freundschaft nie echt gewesen war. Verdammt, das war so unfair. Bald kamen Mom und Dad, um mich abzuholen. Wir mussten mein Auto verkaufen. Wir haben nicht einmal mehr ein Haus. Du hast doch einen Bruder, oder? Wie heißt er nochmal? Chuck? Er lebt mitten im Nirgendwo und wir haben seit Ewigkeiten nicht mehr miteinander gesprochen. Wir sollten ihn um Hilfe bitten. Das ist besser, als auf der Straße zu leben. Während meine Eltern stritten, musste ich immer wieder an die Worte meiner ehemaligen Freundin denken. Hey, erinnert ihr euch an mein letztes Rennen? Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, Ellie. Sagt es mir. Wie habe ich gewonnen? Okay, da du unbedingt die Wahrheit wissen willst, wir haben die Eltern deiner Konkurrentin bestochen. Sie hat sich krank gestellt und du hast gewonnen. Das zu hören war schlimmer als der Verlust unseres Zuhauses. Wie konntet ihr das tun? Ihr habt nicht an mich geglaubt. Du hast gewonnen. Und das ist, was zählt. Ich ballte die Fäuste, bis es schmerzte und sah aus dem Fenster. Achtung! Der drehte schnell das Lenkrad, aber es war zu spät. Das Letzte, was ich sah, war ein Lastwagen, der auf uns zuflog. Wo bin ich? Du bist im Krankenhaus. Es tut mir leid, aber deine Eltern sind tot. Während der Reha versuchte ich, den Tod meiner Eltern zu verarbeiten. Das war nicht einfach. Einen Monat später war ich fast wieder völlig gesund. Allerdings hatte ich mich bei dem Unfall am Bein verletzt und es tat seitdem ständig weh. Wie soll ich so rennen? Ich fürchte, das Laufen musst du vorerst vergessen. Sie wollten mich nach meiner Entlassung in ein Waisenhaus schicken. Aber dann änderte sich alles. Du bist Ellie, richtig? Ich bin dein Onkel. Onkel Chuck? Deine Eltern und ich haben nicht wirklich Kontakt gehalten, aber ich bin dein einziger lebender Verwandter und würde dich gern mit nach Hause nehmen. Das heißt, wenn du nicht in einem Waisenhaus leben willst. Natürlich wollte ich nicht in einem Waisenhaus leben. Am nächsten Tag kamen wir in einer kleinen Provinzstadt an. Dad hatte recht, wir waren mitten im Nirgendwo. Das ist, als wären wir in das letzte Jahrhundert teleportiert worden. Nun, fast alle Gebäude hier sind sehr alt. Chucks Haus erwies sich als eines dieser alten Gebäude. Es war ein Wunder, dass es noch nicht auseinandergefallen war. Es ist nicht viel. Wahrscheinlich nicht das, was du gewohnt bist. Es ist nicht Manhattan, aber gemütlich. Als ich an diesem Abend im Bett lag, musste ich ständig an alles denken, was in letzter Zeit passiert war. Meine Eltern waren weg und ich konnte nicht mehr laufen. Ich wollte weinen, konnte die Tränen jedoch zurückhalten. Ich werde trotzdem schneller sein als der Wind. Ich werde meinen Eltern und mir selbst beweisen, wozu ich fähig bin. Am nächsten Morgen kam ich zu meiner neuen Schule. Ein Sportverein? Perfekt! Das ist genau das, was ich brauche. Damals in New York trainierte ich in den teuersten Fitnessstudios, aber jetzt musste ich mich mit etwas anderem begnügen. Ich möchte dem Club beitreten. Lauf eine kurze Strecke, ich muss sehen, was du kannst. Ich rannte so schnell ich konnte. Es lief alles prima, bis mein Bein plötzlich anfing zu schmerzen. Verdammt! Neues Mädchen, konkurrierst du mit Schnecken? Jessica, das ist nicht lustig. Ich versuchte aufzustehen, fiel aber wieder hin. Es war so demütigend, dass ich wie ein tollwütiger Wolf heulen wollte. Lass mich dir helfen. Ich brauche keine Hilfe. Aber trotzdem danke. Mia, hast du eine Freundin gefunden? Ihr passt perfekt zueinander, ihr Loser. Hat dir jemand gesagt, dass du cool bist? Verklage ihn, er hat dich angelogen. So kannst du nicht mit mir reden. Aber ich habe es gerade getan. Genug, Ellie. Du kannst dem Club beitreten. Du hast eine gute Geschwindigkeit gezeigt, bevor du gefallen bist. Danke, Coach. Grrr. Jessica behandelt jeden so, der schwächer ist als sie. Ich bin nicht schwächer als sie. Du solltest für dich selbst einstehen. Ich bin nicht wie du. Der zwingt mich, allen möglichen Schulclubs beizutreten. Aber ich habe keine wirklichen Talente. Es stellte sich heraus, dass Mia und ich Klassenkameraden waren. Sie zeigte mir die Schule und lud mich nach dem Unterricht zu einem Dinner ein. Das ist ein beliebter Treffpunkt für Teenager. Ich komme allerdings selten hierher. Warum? Dad lässt mich nicht. Er verbietet mir so viele Dinge, dass alle denken, ich sei komisch.
Du verpasst etwas. Die Milchshakes hier sind himmlisch. Chuck wartete auf mich, als ich nach Hause kam. Ich brauche deine Hilfe. Ich arbeite als Gärtner für reiche Leute. Sie veranstalten morgen eine Dinnerparty und ich habe ein paar neue Pflanzen für den Garten bestellt. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Kein Problem. Du kannst dich auf mich verlassen. Am nächsten Tag kam ich ins Stadion, um mit dem Trainer zu sprechen. Ich möchte an Wettbewerben teilnehmen. Mit einer Verletzung wie deiner ist das unmöglich. Habe ich recht? Stimmt etwas mit deinem Bein nicht? Das ist egal, ich krieg das hin. Für die Teilnahme ist eine Gebühr zu entrichten. Als ich hörte, wie viel es kostete, wurde mir ganz übel. Früher war dieser Betrag für mich Taschengeld, aber jetzt hatte sich alles geändert. Ich werde mir etwas einfallen lassen. Niemand ist gut genug, um mich herauszufordern. Den Wettbewerb werde ich mit Sicherheit gewinnen. Das werden wir sehen. Nach der Schule ging ich zu Chucks Arbeit, um ihm zu helfen. Wie es der Zufall wollte, traf ich auf dem Weg dorthin Jessica. Erkundigst du allein die Stadt, Loser? Das tue ich. Ich will nicht so dumm werden wie du, also versuche ich etwas Neues zu lernen. Du hast keine Ahnung, mit wem du dich hier anlegst. Tu mir einen Gefallen und besorg dir einen Papagei. Warum? Es wird dir Spaß machen, mit einem zu reden. Eure Gehirne haben ungefähr die gleiche Größe. Als ich das Haus erreichte, in dem Chuck arbeitete, war ich fassungslos. Wow, bin ich noch in unserer Stadt? Perfektes Timing. Schneide die Rosen. Ich wollte dich etwas fragen. Ich möchte an einem Laufwettbewerb teilnehmen, aber das ist nicht kostenlos. Ich habe kein Geld übrig. Vergiss solche dummen Träume. Deine Eltern waren ehrgeizig. Und wo sind die jetzt? Wenn man keine Träume hat, wofür lebt man dann überhaupt? Ich war mit Chuck nicht einer Meinung. Seine Worte bedeuteten lediglich, dass ich das Geld selbst auftreiben müsste. Chuck, wer ist das bei dir? Das ist meine Nichte. Ellie, das ist Mr. Angelo, der Besitzer dieses Hauses. Geh in das Zimmer meiner Tochter. Unser Dienstmädchen ist krank geworden und es gibt niemanden, der ihr bei den Vorbereitungen für die Dinnerparty hilft. Eigentlich arbeite ich nicht für sie. Ellie. Ich hatte keine andere Wahl, als zuzustimmen, wenn ich nicht wollte, dass Chuck in Schwierigkeiten geriet. Als ich zum Zimmer des Mädchens ging, erinnerte ich mich, Jessica in der Nähe gesehen zu haben. Was wäre, wenn sie Mr. Angelos Tochter wäre? Als ich das Zimmer betrat, sah ich ein Mädchen an einem Schreibtisch sitzen. Zuerst befürchtete ich, dass es wirklich Jessica war, aber dann... Mia? Ellie? Ich hätte nie gedacht, dass Mr. Angelo dein Vater ist. Im nächsten Moment fiel mir eine Puppe auf dem Schreibtisch auf. Es schien, als hätte Mia daran genäht. Und dann fiel mir auf, dass es im Regal ähnliche Puppen gab. Hast du diese Puppen gemacht? Das ist mein Hobby. Dad möchte, dass ich Betriebswirtschaft studiere und Sport mache, aber das bin ich überhaupt nicht. Du bist so talentiert. Übrigens bin ich hier, um dich anstelle deines Dienstmädchens ready für das Dinner zu machen. Oh, mach dir keine Sorgen. Ich brauche nicht einmal ein Dienstmädchen, aber Dad besteht darauf. Mia war es sichtlich peinlich, aber am Ende ließ sie mich ihr bei der Auswahl eines Outfits helfen. Während die Gäste eintrafen, arbeiteten Chuck und ich im Garten. Irgendwann sah ich Mia weinend aus dem Tor gehen. Kannst du hier ohne mich fertig werden? Ich muss kurz weggehen. Als ich Mia einholte, sah sie am Boden zerstört aus. Was ist passiert? Ich hatte Streit mit Dad. Das ist keine große Sache. Wir streiten viel. Ich werde seinen Erwartungen nicht gerecht. Ich habe mich nur wieder vor allen blamiert. Das musst du dir nicht gefallen lassen. Bleib einfach so, wie du bist. Du bist wunderbar und machst tolle Puppen. Vielen Dank. Das musste ich unbedingt hören. Wir sollten zurückgehen, es wird dunkel. Hast du das gesehen? Plötzlich sprang uns aus der Dunkelheit ein Typ mit Kapuze an. Er stieß mich zur Seite und versuchte, Mia anzugreifen. Ah! Geh weg von ihr! Damals in New York bin ich nicht nur gerannt, sondern habe auch Karate trainiert. Ohne zu zögern schlug ich den Fremden und zog Mia von ihm weg. Mir fiel ein Wolfstattoo an seinem Handgelenk auf und dann rannten Mia und ich zurück zu ihrem Haus. Was ist passiert? Jemand hat mich angegriffen, aber Ellie hat mich gerettet. Wie oft habe ich dir gesagt, dass du nicht alleine rausgehen sollst? Geh sofort in dein Zimmer, Ellie. Es ist doch für uns Zeit, nach Hause zu gehen. Als ich mit Chuck ging, spürte ich Mr. Angelos schweren Blick auf mir. Am nächsten Tag war Wochenende. Ich beschloss, das Beste daraus zu machen und suchte auf YouTube nach Videos zur Behandlung von Verletzungen wie immer. Massieren Sie Ihr Bein mit kreisenden Bewegungen. Verwenden Sie anschließend einen Ball, um Ihren Fuß zu massieren. Nach der Massage und einigen Übungen fühlte sich mein Bein besser an. Ich war im siebten Himmel. Bald darauf ging ich laufen und war in Gedanken versunken. Ich musste noch einen Job finden, wenn ich am Wettbewerb teilnehmen wollte. Hey! Entschuldige, ich habe dich dort nicht gesehen. Geht es dir gut? Nein, du hast deine Limo über mich geschüttet. Lass mich dir als Entschuldigung einen Smoothie ausgeben. Hört sich schon besser an. Aber ich hätte lieber einen Milchshake. Ich dachte, du wärst Sportlerin. Das bin ich. Und ich esse auch gerne leckeres Essen. Ja, Chuck? Du musst herkommen, Mr. Angelo möchte mit dir sprechen. Ich hatte keine Ahnung, was Mr. Angelo von mir wollte. Als ich sein Arbeitszimmer betrat, hatte ich ein flaues Gefühl im Magen. Ich möchte, dass du auf Mia aufpasst. Einige meiner Konkurrenten schrecken vor nichts zurück und ich mache mir Sorgen um ihre Sicherheit. Wow, damit habe ich definitiv nicht gerechnet.
Warum engagieren Sie nicht einfach einen professionellen Leibwächter? Ich habe einen eingestellt, aber er fällt in der Schule zu sehr auf und du hast gestern bewiesen, dass du für dich selbst einstehen kannst. Ich bin mir nicht sicher. Natürlich werde ich dich bezahlen. Es schien, als hätte ich doch einen Job gefunden. Ich werde es tun. Am nächsten Tag gab ich dem Trainer das Geld und meldete mich für den Wettkampf an. Nach der Schule gingen Mia und ich wieder zum Dinner. Stört es euch, wenn ich mich zu euch setze? Mia, dieser arrogante Typ ist Zane. Ich bin nicht arrogant, ich bin kontaktfreudig. Übrigens, Mia, du siehst cool aus. Danke. Ich bin gerade hierher gezogen und auf eure Schule gewechselt. Zane war fast schon aggressiv freundlich. In den nächsten Tagen folgte er uns überall hin. Ich fand das ein bisschen nervig, aber Mia war überglücklich. Ich sah sogar, wie sie Zane eine ihrer Puppen gab. Sie kann dein Glücksbringer sein. Mia erzählte mir später, dass sie sich auf den ersten Blick in Zane verliebt hatte. Ich hatte noch nie einen Freund, das ist so aufregend. Mia war eine Zimtschnecke. Zanes Charme konnte bei Mia allerdings nicht überzeugen. Im Gegenteil, er kam mir verdächtig vor. Er tauchte gleich nach dem Angriff auf Mia auf. Ein Zufall? Das glaube ich nicht. Ich bin Zane heimlich gefolgt. Eines Tages sah ich, wie er in ein Auto mit getönten Scheiben stieg. Und ein paar Tage später sah ich, wie er mit einem verdächtig aussehenden Typen sprach. Genug war genug. Ich habe ihn nach dem Unterricht in die Enge getrieben. Da bist du ja. Alles in Ordnung? Warum treibst du dich die ganze Zeit bei mir herum? Was willst du von ihr? Ist dir in den Sinn gekommen, dass ich sie einfach mag? Oder vielleicht warst du derjenige, der sie vor einer Woche angegriffen hat. Bist du verrückt? Mein Blick fiel auf Zanes Armband. Es war so breit, dass es problemlos ein Tattoo hätte verdecken können. Komm, zeig mir deinen Arm. Lass mich in Ruhe. Ellie, was machst du? Dieser Mistkerl hatte Glück, dass Mia aufgetaucht ist und uns unterbrochen hat. Bitte erzähl Dad nichts von Zane. Wenn er das herausfindet, wird er mir verbieten, mit ihm zu reden. Ich hatte nicht vor, Mr. Angelo von Zane zu erzählen. Noch nicht. Ich wollte erst Beweise haben. Doch bald passierte etwas, das alles veränderte. An diesem Tag wartete ich nach der Schule auf Mia, um sie nach Hause zu begleiten, als ich eine Nachricht von ihr bekam. Warte nicht auf mich, ich bin mit Zane gegangen. Verdammt! Zuerst ging Mia nicht ans Handy und dann schaltete jemand ihr Handy aus. Am Abend habe ich Mr. Angelo endlich alles erzählt. Er rief ihren Leibwächter an und wir begannen nach Mia zu suchen. In der Nähe des Waldes sahen wir ein Auto mit getönten Scheiben. Bleibt hinter mir! Bald darauf sahen wir Mia. Zane hielt sie fest, aber als Mias Leibwächter sie auseinanderzog, stellte sich heraus, dass sie sich nur küssten. Was macht ihr hier? Er hat dich entführt. Wir waren nur auf einem Picknick. Du hast nicht geantwortet. Hier gibt es kein Signal. Wie konntest du mich bei Dad verpfeifen? Zane ist nicht der, für den du ihn hältst. Sein Auto ist komisch und ich habe ihn neulich auch mit einem verdächtigen Typen reden sehen. Das war mein Bruder, das Auto gehört auch ihm. Und was ist mit deinem Armband? Was versteckst du darunter? Dieses Muttermal hat mir noch nie gefallen, deshalb verstecke ich es. Noch weitere Fragen? Ich kam mir wie eine Vollidiotin vor und wusste nicht, was ich sagen sollte. Lag ich falsch bei ihm? Mia, du solltest dich trotzdem nicht mit ihm treffen. Du bist einfach nur paranoid. Und du... Du bist eine Verräterin. In der nächsten Woche ignorierte Mia mich. Ich fühlte mich schuldig, wusste aber nicht, wie ich mich mit ihr versöhnen sollte. Also konzentrierte ich mich einfach auf das Training. Dank der Übung aus dem Video, was ich mir angesehen hatte, schmerzte mein Bein fast nicht mehr. Und ich konnte mit voller Geschwindigkeit rennen. Eines Abends ging ich laufen und sah Mia. Warte, bitte lass uns reden. Ich bin in Eile. Was hältst du da? Das ist eine Nachricht von Zane. Ich habe sie in meinem Schließfach gefunden. Er möchte, dass wir uns heimlich treffen. Findest du das nicht verdächtig? Dann lauf nochmal zu meinem Vater. Mia. Ja, sei nicht albern. Kann ich wenigstens mitkommen? Okay, was auch immer. Wir erreichten den Stadtrand. Um uns herum waren nur verlassene Gebäude. Neben einem davon parkte ein Auto. Aber es war nicht Zanes. Es ist komisch. Ein Mann stieg aus dem Auto. Neben ihm stand der Typ mit der Kapuze, der Mia angegriffen hatte. Ich glaube, wir sind in Schwierigkeiten. Es tut mir leid, es ist alles meine Schuld. Dann tauchte Mias Leibwächter aus dem Nichts auf und hielt den Mann davon ab, uns anzugreifen. Der Typ mit der Kapuze rannte sofort los und ich rannte hinter ihm her. Er kletterte eine Feuerleiter hoch und die Verfolgung verlagerte sich auf die Dächer. Als wir wieder auf den Boden sprangen, konnte ich ihn endlich fangen. Erwischt! Auf seinem Handgelenk war ein Wolfstattoo. Ich riss ihm die Kapuze vom Kopf und traute meinen Augen nicht. Jessica! Sie war groß und muskulös und ich hielt sie für einen Typen. Bald erreichten wir eine Polizeiwache. Dort wartete Mr. Angelo bereits auf uns. Das warst du? Natürlich war ich das. Ich hasse dich. Warum wurde ein Loser wie du in eine reiche Familie hineingeboren? Das ist ungerecht. Als sie mich bezahlten, um dich herauszulocken, habe ich nicht gezögert. Mein erster Versuch mag fehlgeschlagen sein, aber ich habe dich reingelegt. Ich habe diese Nachricht hinterlassen und du hast nichts geahnt. Mr. Angelo hatte recht. Sein Konkurrent steckte hinter allem. Er wurde verhaftet und Jessica in ein Lager für problematische Jugendliche geschickt.
Danke, dass du mich gerettet hast. Nicht der Rede wert. Mia, ich habe nachgedacht. Vielleicht bin ich wirklich zu weit gegangen. Ich habe mir Zanes Vergangenheit angeschaut. Er ist okay. Du kannst mit ihm ausgehen, aber wenn er dich verletzt, wird er dafür büßen. Danke, Dad. Am Wettkampftag kamen Mia und Zane, um mich anzufeuern. Sogar Chuck kam, um zuzuschauen, obwohl er nicht an mich glaubte. Aber ich glaubte an mich. Ich hatte das Gefühl, für meine Eltern zu laufen. Das gab mir Kraft und ich erreichte alles, was ich wollte. Ellie belegt den ersten Platz. Endlich bin ich schneller als der Wind. Glückwunsch, ich habe mich geirrt. Du bist eine echte Kämpferin. Deine Eltern wären stolz auf dich. Seitdem habe ich einige weitere Wettbewerbe auf Landesebene gewonnen und kann nun an nationalen Wettbewerben teilnehmen. Außerdem bin ich in eine Großstadt gezogen und lebe jetzt mit anderen Sportlern auf dem Campus. Wohin ich auch gehe, ich habe die Puppe dabei, die Mia für mich gemacht hat. Sie ist mein Glücksbringer. Mia fühlt sich mit ihrem Hobby nicht mehr unsicher und verkauft ihre Puppen. Was sind eure Hobbys? Erzählt es uns unten in den Kommentaren.